Der Karawansalon 2020. Wir sind am Stand von Morelo und ja, Robert Crispens steht uns für einen Standrundgang zur Verfügung mit einer weißen Maske. Ich grüße dich, Robert. Hallo, grüß dich, Sven. Ja, und die Patricia. Grüß dich, Patricia. Hallo, ich habe auch jetzt eine weiße Maske. Ja, wir machen mal einen kleinen Rundgang. Patricia, tolle Fahrzeuge. Ja, mega. Mega sagst du schon die ganze Zeit, seitdem du auf dem Stand von Morelo bist. Mega heißt aber auch bei einer Körpergröße von 1,67 Meter, über die ich mich ja dauernd auslasse bei dir, ja. Wenn ich mal kurz neben so ein Fahrzeug stellst, bitte, dass man das mal sieht. Denn man braucht manchmal bei diesen Fahrzeugen auch einen Größenvergleich, ja. Das ist die Patricia und das ist der Palace Liner. Der knapp 4 Meter ist, ne? Da siehst du mal, die passt da mehr wie zweimal rein. 4 Meter Höhe. Ja, ihr seid in der Freizeitindustrie tätig, Robert. Wir haben schon einige Videos gedreht, aber hier auf der Messe, ich sag mal, das ist schon Stress, weil ihr müsst die Sicherheitsrichtlinien der Messe auch befolgen, die ihr gemeinschaftlich mit der Messe erarbeitet habt. Genau, also das Konzept ist ja von der Messe vorgegeben, das mit dem CVD ausgearbeitet wurde und natürlich mit dem Land NRW. Und da sind wir aktiv dran. Wir haben hier als einer der wenigen Hersteller die Handschuhe beim Betreten der Fahrzeuge. Kostenfrei. Kostenfrei, die geben wir da vorne. Da haben wir einen Counter beim Eingang. Da muss man sich die Hände desinfizieren und kriegt die Handschuhe mit rein. Robert, das ist eine Riesenchance, die ihr habt. Das ist die erste große Messe, die stattfindet in Deutschland. Ganz Deutschland schaut auf diese Messe, ob das klappt. Und noch vor einigen Monaten konnte man sich ja, das Problem mit Corona gar nicht vorstellen, aber messen. Ich denke so ab Mai oder so, da habt ihr gedacht, dieses Jahr, da passiert nichts mehr, weder Urlaub noch Messen. Ich erweitere das Ganze, ich glaube, die ganze Europa schaut auf uns und das ist richtweisend, weil das ist das Konzept, das wird funktionieren. Und dann hoffen wir, dass wir ein Stück weit in die Normalität kommen auf der ganzen Welt. Ja, was ganz interessant ist, ihr geht großes Risiko ein, denn die Messe ist ja nicht nur 2 Tage. Ich sag mal so, die Zeit, wenn man sich ansteckt und dann Symptome kommen, können ja bis zu 7 Tage sein. Sondern sie ist insgesamt, glaube ich, 9 Tage oder 10? 10 Tage diesmal, ja. Weil der Freitag als Besuchertag aufgemacht wurde, haben wir 10 Tage Karawansalon. Ja, ihr seid jetzt 10 Jahre da, 10 Jahre Morelo. Ihr habt die Anzahl der Fahrzeuge auf ein Maß erhöht. Ihr hattet noch nie so viele Fahrzeuge auf einer Messe. Wir hatten noch nie so viele Fahrzeuge. Wir sind hier bei 20 Reisemobilen auf insgesamt 2012 Quadratmetern. Also wir haben den Stand im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt. Ja, ihr habt viel mehr Standfläche. Das Ganze ist aber auch ein Teil des Messekonzeptes, kommt mir natürlich sehr entgegen. Und das Sicherheitskonzept ist so, dass Schlangen, die sich bilden könnten, immer, ich sag mal, kontrollierbar sind. Genau, wir haben die Besucherströme werden reguliert. Also wir haben hier den Ausgang, wir haben drüben den Eingang. Die Kollegen haben sich jetzt nicht dran gehalten. So, da ist der Ausgang. Ja, ist auch gut gemacht. Also ich denke mal so, aber man muss sich dann gewöhnen, dass es halt Ausgänge und Eingänge gibt. Das kennst du natürlich auch aus dem Supermarkt so ein bisschen, oder? Ja, das stimmt. Da sollte man sich schon dran halten, gerade weil halt auch an den Eingängen die Möglichkeit besteht, sich die Hände zu desinfizieren, Handschuhe zu bekommen. Deswegen ist es schon gut, dass darauf geachtet wird. Ja, ich bin jetzt 52, ein relativ junger Morelo-Fahrer, muss ich sagen. Aber ich meine, ihr habt doch Zielgruppen, die mitten in der Risikogruppe drin sind. Genau, wir haben die Zielgruppen, ich sag mal die Golden Agers ab 50. Aber du siehst hier, also die... Alle. Du siehst hier, alle befolgen die Anweisungen, alle halten sich daran. Wir haben hier unabhängig unseres Messepersonals oder Messeteams von der Messe noch welche rumlaufen, die Richtlinien kontrollieren. Viele sogar. Sogar viele, ja. Wir haben bei uns am Stand, glaube ich, habe es einmal gezählt, 4, die in allen Gängen aktiv rumlaufen. Ja, es ist so, das war schon ein gewisses Risiko. Das heißt, viele haben euch ja vorgeworfen, ja, Geldgier, die da gemacht wird mit allem drum und dran. Das heißt, auf eine Messe zu gehen in der heutigen Zeit. Aber wenn man das ja durchspricht, das Ganze, sich an die Abstands- und Hygieneregeln auch hält, und keiner hätte gedacht, dass es so gut klappt. Genau, ich sag mal, das hat überhaupt nichts mit Geldgier zu tun. Wir sind Arbeitgeber, wir haben die Verantwortung für 350 Mitarbeiter bei uns am Standort und sind natürlich dafür verantwortlich, dass wir die Löhne bezahlen können. Und man sieht, also wenn man ein ordentliches Konzept ausarbeitet, wenn man das mit allen Herstellern mit allen Herstellern abstimmt, dann funktioniert sowas. Ne? Wir haben drüben, also man sieht jetzt unseren Bereich, wir kommen in den Bereich ohne Fiebermessung gar nicht rein. Das heißt, wenn das Terminal grün anzeigt, darf mal passieren. Man desinfiziert sich kurz danach die Hände. Wir sehen die Verkäuferbüros.
Ja, ich darf schon mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist die erfolgreichste Abverkaufsmesse, die ihr jemals hattet. Das heißt, ihr habt noch nie so viele Fahrzeuge auf einer Messe bisher verkauft und es sind gerade mal zwei Tage, genau, drei Tage. Drei Tage. Am dritten Tag der Messe sind wir weit über Vorjahresniveau. Weit drüber und das darf gerne so weitergehen. Das ist so, ja. Ihr seid mittlerweile Marktführer in diesem Segment. Das ist also, ich sag mal, eine Position, die ihr euch wirklich stark erarbeitet. Das war nicht einfach. Nein, das war nicht einfach. Das waren 10 harte Jahre. Aber jetzt ernten wir die Früchte dafür. Wir kommen daheim. Das ist im Prinzip der Spruch von Morelo. Wenn man einsteigt in einen Morelo, ist man quasi zu Hause, egal wo man ist. Genau. Das ist unser Slogan, den wir auch leben. Und den sicherlich jeder, der bei uns im Schlüsselfeld war, bestätigen kann. Ja, ihr baut gerade einen riesen Stellplatz. Das bedeutet, das Willkommen daheim wird erweitert. Nicht nur, um etwas bei euch zu kaufen oder das Werk zu besichtigen, sondern ihr habt wirklich einen regulären Stellplatz, den ganz bestimmte Kundengruppen benutzen dürfen. Genau, also der Stellplatz ist ja für jeden zugänglich. Wir als Hersteller haben für uns einfach den Trend erkannt, dass wir den Kunden die Möglichkeit bieten, bei uns zu übernachten auf der Durchreise in den Urlaub oder auf der Weiterreise. Wir haben hier die Möglichkeit, über einen Kundenclub uns anzumelden und für unsere Kunden ist der Stellplatz natürlich kostenlos. Und dann haben wir hier nochmal die Möglichkeit, über die Morelo Friends den Stellplatz vergünstigt zu nutzen. Wenn Sie mal gerade so lieb sind, mir mal so eine Karte in die Kamera halten von Morelo Friends, die da steht da vorne rechts, dann, dass man das mal sieht. Und der Robert, der wird mir mal kurz beschreiben, was ist Morelo Friends? Morelo Friends sind alle Interessenten, Freunde, Nicht-Kunden, die sich mit uns identifizieren können, die uns gerne verfolgen, die uns auch gerne zuschauen. Die können sich im Morelo Friends Club anmelden, erhalten von uns die Karte und dürfen natürlich dann vergünstigt bei uns am Stellplatz übernachten. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, das heißt also, ihr seid jetzt nicht markengebunden, der Stellplatz, um Gottes Willen, sondern da darf wirklich jeder, der sich mit euch identifizieren kann, drauf? Jeder. Ausnahmslos jeder. Die Kosten für den Stellplatz? Aktuell liegen die wahrscheinlich bei 15 Euro pro Nacht, inklusive Wasser und inklusive Strom. Strom ist dabei? Strom ist dabei. Ja, und der bietet einiges. Ihr seid gerade dabei, einen See anzulegen? Genau, der See ist schon fast fertig. Da haben wir 900 Quadratmeter. Plus jetzt im Herbst folgt die Bepflanzung. Die haben wir aufgrund des trockenen Sommers jetzt auf den Herbst verschoben, sodass wir wahrscheinlich nächsten Frühjahr einen der schönsten Stellplätze an einem Herstellerwerk in Schlüsselfeld besuchen darf. Ja, das ist der Empire Liner. Ihr habt ein neues Modell, der noch größer ist wie der Empire Liner. Genau. Denn ich habe heute erfahren, dass die Stückzahlen des neuen Modells, wir haben es gefilmt in einem Film mit 1,5 Stunden, ihr habt die Vororder nochmal erhöht. Das heißt, ihr habt eine relativ hohe Order bereits schon eingekippt und habt hier auf der Messe die Order, ich sag mal nicht, wie viel es sind, aber du hast mir das eben erzählt, du bist voller Stolz und hast gesagt, noch nie haben wir von einem solch großen Fahrzeug eine so hohe Vororder gemacht. Genau, auch im Vorfeld auch teilweise Bestellungen entgegengenommen, da wussten die Kunden gar nicht, wie das Reisemobil aussieht. So, wir zeigen es jetzt mal. Es gibt einen eigenen Film darüber, der ist auch fertig, 1,5 Stunden. Wir besuchen das Reisemobil von oben, unten, rechts und links, zeigen jede Klappe, sogar mit Robert Crispins zusammen. Du hast das mitentwickelt, ihr habt das in einer Geschwindigkeit, ich sag mal, auf die Beine gestellt, das ist atemberaubend, da hat aber jeder mitgeholfen. Ja, wir haben ein großartiges Team in Schlüsselfeld, die waren alle sehr, sehr ambitioniert und kräftig daran beteiligt und dann können wir hier das Endergebnis anschauen. Name? Grand Empire. Grand Empire, das klingt schon amerikanisch, es sind so ein paar wenige Anleihen sind da drin, unter anderem habt ihr ein neues Zugfahrzeug, hätte ich fast gesagt, aber ist ja voll integriert. Ah, ihr habt einen Actros. Genau, das ist der Actros 1853, also ein 18-Tonner mit 530 PS. Eigentlich die größte Maschine, die man bei Mercedes kaufen kann. Ja, ihr habt ein tolles Video gemacht. Das Video hat fast 1 Million Aufrufe mittlerweile. Das ist durch den ganzen Markt gegangen. Ja, ein wunderbares Fahrzeug. Ich verweise dazu auf das Video, was wir gedreht haben und was Sie finden dann unter Grand Empire. Spätestens ab heute Abend. Ja, aber alles beginnt mit einem Home. Genau. Da hast du mir erzählt, wenn man die Firma Morelo schädigen möchte, ja, dann muss man ein Home kaufen. Denn ich sag mal, dann ist nämlich ein Taktplatz weg und in dem Home steckt die gleiche Technik eigentlich und die gleichen Mitarbeiter und das gleiche Band wie in diesem Grand Empire. Genau, das ist dieselben Maschinen, dieselben Mitarbeiter und dasselbe Material. Das ist der Einstieg in den Luxus. Hier beginnen wir bei 7,5 Metern und knappen 160.000 Euro.
Ihr habt eine ganz große Fangemeinde beim Home, muss man sagen. Also das ist so, dass man sagt, hey, ein Home ist mir zu klein, Loft und so weiter. Nein, ich sag mal, dort sind Kunden, die aus der Konzerntochter vielleicht kommen. Ja, es gibt ja auch noch Knaus, die sagen, ja, ich hätte dann vielleicht doch gern einen großen Tank, Abwassertank, einen Fäkaltank mit dabei, eine feste Toilette mit allem drum und dran. Die nehmen dann Home. Genau, die nehmen dann ein Home. Oft höre ich immer, mein Carport ist zu klein, deswegen muss es der sein. Echt? Aber das ist ein wunderschönes Fahrzeug. Ja, vorne sieht man es sehr schön. Das sind natürlich die Menschen, die gerne mal ins Auto reingucken möchten, in den Grand Empire. Ihr dürft immer nur ein Pärchen reinlassen. Genau, immer ein Haushalt pro Fahrzeug. So, und da werden dann auch die Handschuhe verteilt, richtig? Genau, da werden auch vorne am Counter die Handschuhe verteilt, damit wir keine Kontaktflächen im Fahrzeug haben. Das Fahrzeug wird abends, mittags und morgens gereinigt, unabhängig davon. Aber trotzdem wollen wir da die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich halten. Ihr habt da ein ganz tolles Ehepaar sitzen. Die sind Markenbotschafter. Rainer und? Gudrun Bielefeld. Rainer und Gudrun Bielefeld. Du bist der Rainer oder die Gudrun? Ich bin die Gudrun. Das ist schön hier, oder? Das heißt, du bist dafür verantwortlich, dass die Leute rein und rauskommen? Ja, rein und rauskommen, ein bisschen kontrollieren und ein bisschen was zu sagen zu dem Fahrzeug. Naja, alles, was so ist. Das mag ich schon. Sehr, sehr schön, ja. Vielen, vielen Dank, Rainer, erstmal. Und Gruß an deine Frau nochmal. Die steht da hinten. Die steht da hinten, wo denn? Da ist sie. Da ist schon stark der Ansturm, oder? Ja, und wie? Ja. Wir stehen uns hier und freuen uns und unterhalten uns mit den Gästen. Ja, jetzt dauert es ja nicht mehr lang, oder? So, wir gehen mal weiter, Robert. So, und jetzt geht's quasi in einer Art Einbahnstraße dann bei euch in den Stand rein, richtig? Genau. Wir haben jetzt hier 12 Tonnen. Eigentlich fast die Hälfte der Halle. Man sieht hier die Morelo Road, sage ich jetzt mal dazu. Und alles auf Inseln aufgebaut. Also wir haben hier drei Inseln. Wir haben jetzt den Grand Empire, der eine eigene Verkaufsfläche hat. Dann haben wir hier die mittlere Insel mit Home, Loft und Palace. Und drüben haben wir die Palace und die Empire Liner Insel. Das Ganze ist verteilt. Man sieht hier nur Ausgang. Drüben ist der Eingang, damit wir die Besucherströme regulieren. Also wenn wir merken, es sind im Stand zu viele Personen, wird zugemacht, dann muss man sich kurz gedulden. Und dann werden die nächsten reingelassen. Ja, es gibt eine Neuerung. Man konnte hier Karten nicht mehr kaufen. Das gab es noch nie. Ja, die sind limitiert auf 20.000 pro Tag. Und heute und morgen ist, glaube ich, komplett ausverkauft. Gestern und heute, Entschuldigung. Ja, ihr seid nahbar. Ihr habt sogar das Team auf einer Tafel stehen. Genau, das sind unsere Handelspartner, die hier auf der Messe vor Ort sind. Und da kann der Kunde sich orientieren. Der kann sich hier in der Region orientieren. Okay, komme ich hier aus dem Norden, hier aus der Mitte. Jetzt habe ich verstanden. Die sind alle hier, die beraten auch? Die sind alle hier und beraten auch. Okay, das heißt, man kann ja die Fahrzeuge hier kaufen. Also für Leute, die das System noch nie verstanden haben. Man kann hier auswählen, kann sich beraten lassen. Und wenn man will, sind da vorne so kleine Kabinen. Genau. Da kann man seine Unterschrift drunter setzen. Genau. Wir haben hier den Verkaufsbereich und drüben den Bewertungsbereich. Anzahlung ist da zu leisten? Direkt? Nee. Ah ja, das kommt immer auf das Geschäft an. Aber wir stehen hier natürlich auf der Messe auf keine Anzahlung. Okay, nee, das war, ja, war Spaß. Scherz auf die. Ja, toll, hier vorne steht er. Ihr habt eine ganz große Modellpalette und ja, ist natürlich die Frage, die ich mir immer so stelle, wie denn der Morelo-Kunde gestrickt ist. Ja? Fängt er erstmal an mit einem Home oder gibt es Leute, die direkt hier mit dem Palace Liner kommen? Oder wie ist das so? Fangen die Kleine an? Viele? Das ist querbeet, das ist total unterschiedlich. Also in der Regel, ich sag mal, der Großteil, das sind schon Camper, die sich dann irgendwo sicherlich vom Zelt über einen Wohnwagen bis hin ins Reisemobil oder ins Luxusreisemobil durchgearbeitet haben. Aber es ist absolut querbeet. So, wir hatten uns vorher die Hände desinfiziert. Hier ist quasi der Eingang. Hier werden die Handschuhe verteilt. Ihr habt in der Metro heute Handschuhe nochmal organisiert, denn ihr habt 10.000 dabei gehabt, die waren direkt weg. Die 10.000 waren gestern Abend weg, deswegen mussten wir gestern Abend noch schnell in die Metro. Dann haben wir den ganzen Bestand von 6.000 Handschuhen aufgekauft. Die halten aber wahrscheinlich auch nicht mehr lange. So, desinfiziert wird jetzt hier, denn das ist ganz wichtig. Robert. Das ist was Neues, 2020, und wir wollen ja allen Leuten, die vielleicht zu Hause geblieben sind, es gibt ja viele Morelo-Fans, die gesagt haben, okay, ist mir vielleicht ein bisschen zu heiß, hierher zu kommen, dem wollen wir das einfach mal zeigen, wie toll ihr es gemacht habt. Die Entscheidung war gut? Die Entscheidung war sehr gut. Also wir waren ja eine der Ersten, die gleich gesagt haben, wir sind dabei und haben einfach die Solidarität zum Verband, zur Messe gezeigt. Und sind auch unheimlich stolz drauf, hier einer der Pioniere zu sein, um zu zeigen, dass es funktioniert.
Ja, ihr habt 10 Loft. Ist das ein Sondermodell? Das ist die 10 Jahres Jubiläums Edition. Also wir haben hier eine Ersparnis bis zu knapp 30.000 Euro. Die Fahrzeuge sind von uns vorab konfiguriert und der Kunde kann den Preisvorteil eben auf dieses Jubiläumsmodell mitnehmen. Quasi voll, voll, voll oder? Voll, voll, voll. Wir haben unabhängig davon, haben wir dieses Jahr einen Endpreis garantiert. Also du siehst hier, für Bestellungen bis zum 31.10. und Auslieferung bis zum 30.04. garantieren wir die 16% Mehrwertsteuer. Okay, das heißt, notfalls würdet ihr das finanzieren, wenn... Genau. Ihr habt das praktisch notfalls verlängert. Sondern wir finanzieren das die 4 Monate. Du bist ein Zahlenmensch. Wie wird das abgerechnet? Ab wann kannst du denn die Rechnung schreiben? Und ab wann ist denn praktisch... Ist das ab Auslieferung? Genau. Wir haben jetzt ab Auslieferung, sondern vor Auslieferung. Wir haben immer Vorkasse. Sprich, der Kunde bekommt eine Auftragsbestätigung. Dann ist die Anzahlung in der Regel fällig. Also unabhängig vom Prozentsatz ist eine Anzahlung fällig. Und dann bei der Übergabe oder vor der Übergabe ist die Zahlung zu leisten. Und dann darf er sein Luxusreisemobil entgegennehmen. Und der Steuersatz, der ist dann gültig zum Zeitpunkt der Auslieferung? Der Steuersatz ist zum Zeitpunkt der Auslieferung gültig. Also okay, das bringt nichts, wenn ich vorher die Rechnung zahle. Das würde nichts überhaupt bringen. Nicht, nein. Das ist so festgesetzt. Ja, als ihr gehört habt von den 16%, das kam ja über Nacht. Jetzt haben wir über 10 Jahre den Mehrwertsteuersatz nicht geändert. Habt ihr überhaupt den Schalter gefunden in der Software? In der Tat, also wir waren wie der Rest vom Handel vom Kopf gestoßen und mussten natürlich schnell reagieren, haben die Software anpassen müssen. Die krass, oder? Die Finanzen, ja. Da hat sich keiner Gedanken darüber gemacht, was da passiert. Nein. Die haben gedacht, ja, ab nächsten Monat 16% und dass dann irgendwie der ganze Handel auf einmal Kopf steht und das er nicht geübt hatte. Genau. Stark. Ja, hier sind wir wieder praktisch home. Loft, ist das ein starkes Modell für euch? Ja, der Loft ist ein wunderschönes Auto, das sich um die 8 Meter bewegt mit einem super Chassis. Also wir haben hier 7,49 Tonnen. Das ist für die alten, ich sag mal, für die alten Dreierführerscheine ideal, weil die dürfen sie alle noch fahren. Und ich zeige mal gerade ein kleines Detail, denn ihr habt eine Revolution, da werden wir gleich mal ein Video drüber drehen. Das ist Basis Iveco Daily, ein ganz tolles Fahrzeug. Ich fahre selber einen, 3 Liter Turbodiesel nehme ich an. 3 Liter Turbodiesel und ZF-Automatikgetriebe. 8, 9 Gang? 8 Gang. 8 Gang, so. Und hier, ja, jetzt zeige ich es nochmal ganz kurz. Patricia, siehst du den Unterschied? Das Rad? Ja. Zu dem Rad? Ja. Klär mich auf. Also es ist alleine schon von den Felgen anders. Ja. Und das ist gut. Es könnte auch sein, ist es ein bisschen größer? Ich weiß es nicht. Robert, ist es größer, das Rad, das andere? Nein. Nein, ist genauso groß. Beide 16 Zoll. Aber? Aber wir haben hier eine Edelstahlblende mit einem Stahlrad und drüben haben wir ein Aluminiumrad. So, und das ist aber nicht das, was ich zeigen wollte, denn ihr bietet den Loft tatsächlich auf einer ganz anderen Fahrzeugbasis an. Auf welcher? Das ist ein 7-Tonnen-Chassis und da haben wir ein 5-Tonnen-Chassis. Also es ist von der Tonnage haben wir hier eine ganz andere Möglichkeit. Gut. Das ist auch ein Daily? Das ist auch ein Daily. Sieht aber schon linermäßig aus mit der Felge, oder? Ja. So, etwas größer. So, und dann habt ihr noch eine Besonderheit, ihr habt den Loft auf einer ganz neuen Basis. Wir haben den Loft dieses Jahr erstmalig und exklusiv hier auf dem Caravan-Salon auf den Liner gesetzt. Das heißt, wir haben ein LKW-Chassis drunter gepackt, auf einen Iveco Eurocargo, der steht auf der anderen Seite. Genau, da gibt es Leute, die sagen, böse sagen die, jetzt habe ich keinen Lieferwagen mehr. Also das Brötchenauto war ja immer so ein bisschen der Daily oder die Deutsche Post AG fährt ja Dailies und so weiter, sondern ich habe jetzt einen richtigen LKW. In der kompakten Größe. Also genau. Wir haben hier immer noch ein Fahrzeug, das sich zwischen 8 und 9 Metern bewegt, aber ein Liner ist also ein LKW. Ein LKW. So, optisch erkennt man es hauptsächlich natürlich am Rad. Und hier, Patricia, hier würdest du jetzt sagen, das ist größer, oder? Ja. Ist das so? Ja, so. Das ist ein 17,5 Zoll. Und der Vorteil beim Loftliner ist, wir haben hier ein Fahrzeug, das ich ebenfalls mit dem alten Dreier fahren darf, mit 7,49 Tonnen. Okay, da ist jetzt Eurocargo, oder? Da ist jetzt ein Eurocargo drunter. Die Leistung und Hubraum vom Eurocargo? Wir haben hier 180 PS und 210 PS und Hubraum sind 4,6. Ja, ist ein bisschen anders wie 3 Liter. Mhm. Merkt man das? Ja, natürlich. Das ist vom LKW, der hat eine Luftdruckbremse, der hat ein anderes Fahrwerk. Der hat dann die Luftdruckbremse. Bei mir ist so, ich habe ja den kleinen Loft, ja.
Da zischt auch ab und zu mal ein Kompressor, freue ich mich dann immer, wenn ich anfahre. Das ist aber leider der Kompressor von der, was war es nochmal, von der Luftfederung. Genau. Klingt aber wie eine große. Habe ich immer gewünscht. Muss aber sagen, ich habe sie nicht vermisst. Also wenn man im Gang ordentlich zurückschaltet, habe auch keinen Retarder. Aber hier habe ich die volle Bandbreite. Ich krieg direkt einen Retarder, wenn ich will. Genau. Haben wir ja beim Daily auch die Möglichkeit, aber das ist wirklich vom Fahrverhalten. Nochmal anders. Das ist ein LKW, ja. Das hat mit dem Transporterchassis nichts mehr zu tun. Ist er lauter? Minimal. Okay. Hier vorne sieht man es. Also das ist so, warum ich dich eben so ein bisschen gefoppt habe, wenn die Zuschauer da jetzt zukommen und sagen so, guck mal da, das wird vielleicht vielen gar nicht so auffallen, aber hier sieht man es direkt, siehst du? Da hat man jetzt einen direkten Vergleich. Da ist der Daily und da ist der LKW. Und was viele gesagt haben, ist so, wir hätten mal gern, dass die Räder so ein bisschen weit innen sind. Ihr habt ja schon eine Spurverbreiterung in allen drin, genau. Aber das ist vielen nicht genug. Nee, aber wir haben jetzt hier, also in dem Falle nicht, aber wir haben beim Palace hinten am anderen Stand, kann man sehen, eine White Axle verbaut. Das heißt, wir haben die Spur insgesamt um 20 cm erweitert und das macht in der Optik einiges. Dann habe ich das Rad hier um fast Zentimeter nach außen geholt und das sieht optisch natürlich ganz anders aus. Das können wir uns gleich mal angucken. Ja, Weißwerk, da arbeitet ihr zusammen? Genau, wir haben die Firma Weißwerk hier am Stand, die Einzugssysteme konzipieren. Schwerlast, so, das heißt, ich kann da optimal mit hantieren. Das geht relativ tief. Genau. Okay. Und dann kann ich alles verstauen und dann habe ich eine Entriegelung auf der Seite. Liebe Firma Weißwerk, das ist unser Geschäftsführer Homorello. Er hat's gefunden. Natürlich. Muss aufpassen, dass die Tür. Genau, dass da nichts drankommt. Ja, vielleicht drehen wir vielleicht von dem noch ein extra Video, denke ich mir. Denn es ist wert, dass man das macht, denn das ist eine absolute Messe-Neuheit. Genau. Den schauen wir uns dann separat nochmal an, weil er momentan stark frequenziert ist. Naja, das ist in Ordnung. Ich habe das gar nicht gewusst, dass es den gibt. Ist im Markt noch nicht so rum, oder? Nein, wir haben ihn dieses Jahr erstmalig auf dem Caravan-Salon gebracht, haben die Werbetrommel auch nicht massiv gerührt, sondern wollen ihn wirklich exklusiv hier vorstellen. So, wir gehen mal ganz nach links, dass wir hier den Zugang nicht... Denn... mal ganz schnell. Aber es wird wirklich akzeptiert. Das bedeutet, jeder hält sich dran. Hast du einen Fall gehabt, wo ihr Leute dann... Nein, wirklich ausnahmslos jeder. Jeder folgt den Anweisungen, jeder hat Verständnis. Es ist dieses Jahr ein besonderer Caravan-Salon, der besondere Maßnahmen erfordert. Und bis jetzt sind alle Besucher sehr vernünftig. So soll es sein. So, und das ist die Ansage. Please wear your mask and keep a safe distance of 1.50 m. Wie am Flughafen so ein bisschen. Du kennst die Ansage schon? Genau, in- und auswendig mittlerweile, weil die läuft, glaube ich, jede Stunde einmal. Super, White Axle, zeig mal, wo die ist. Das ist ein LKW, aber die White Axle haben wir nur beim Daily. Beim Daily, richtig. So, das heißt also, die kommt raus, die Achse. Hat ein bisschen was damit zu tun, dass eure Fahrzeuge ja breiter sind und auch der Führerstand ist ja viel höher. Genau. Durch die Spurweite, die wir erweitern, jetzt sehen wir es hier. Wir haben hier ein Iveco Daily Chassis. Genau, wir dürfen nämlich nicht gegen den Eingang laufen. Genau. Aber das ist eine Sache, da muss ich erstmal dran gewöhnen, so ein bisschen. So, da ist der Eingang nochmal. Jetzt habe ich auch die Inseln verstanden. Das heißt, hier habe ich nochmal so eine Art Hof. Genau. Und so können wir die Besucherströme regulieren. Und wenn wir feststellen, okay, wir haben auf der Quadratmeterzahl viel zu viel, dann können wir vorne zumachen und warten, bis die Besucher den Stand verlassen und dann wieder aufmachen. So, und hier auf der Fläche ist jetzt Palace. Genau, das ist jetzt der Palace. Wir haben hier den Palace Liner und hier ein Empire Daily und Empire Liner. Also Palace vielleicht für Leute, die sich nicht so gut auskennen, das ist, glaube ich, Daily? Palace ist Daily und der Palace Liner ist der LKW. Also das ist im Prinzip, ist die Liner-Bezeichnung in jeder Modellbezeichnung immer ein LKW-Chassis. Eurocargo bisher. Oder Mercedes. Oder Mercedes, ja. Mhm. Ist das neue Mercedes-Benz jetzt für euch? Den haben wir schon länger. Wir haben den Mercedes auf Atego. Neu ist der Mercedes Actros beim Grand Empire. Atego ist so der, ich glaube, der ist für den Nahverkehr meistens eingesetzt, oder? Bei Mercedes-Benz? Genau, der Atego ist das klassische Nahverkehrsfahrzeug und der Actros ist für Fernverkehr. Dementsprechend hat er ganz andere Sicherheitsfeatures und Fahrwerksverhalten. Hier sehen wir die White Axle. Ja. Also wir schauen uns hier, das ist ein Iveco Daily
Und wir sehen auf beiden, die beiden Vorderräder, wie sie nach außen gezogen sind. Weil in der Serie sind sie nochmal 20 cm in Summe weiter drinnen. Okay, das sind so Stahlelemente, die werden praktisch draufgeschraubt, genau, damit die Achse weiter rauskommt. Genau. Ich nehme an, die Spur ist dann auch breiter? Die Spur ist breiter und damit ein komplett anderes Fahrverhalten. Ich habe die White Axle, muss ich dazu sagen. Deswegen kenne ich nur diese Form. Aber auch das ist vielen nicht genug. Die wollen noch 5 cm weiter raus. Aber da kann man jetzt neuerdings dann den Eurocargo für kriegen. Genau. Ist der viel teurer? Es kommt drauf an. Also man muss immer das Äpfel mit Äpfel vergleichen. Und wenn man den ums Zubehör bereinigt, dann nein. Okay. 7,49 Tonnen, das ist das große Thema für euch. Du hast den C-Führerschein gemacht. So, das ist gar nicht so schwer. Da gibt es Fahrschulen. In 2 Wochen hat man den. Aber trotzdem, viele halten an dem alten Dreier fest. Viele halten an dem alten Dreier fest, das ist die Hürde, wobei wir die letzten 2 Jahre feststellen, dass die Tendenz zum Liner, also die Hemmschwelle, den Führerschein zu machen, nimmt immer mehr ab. So, Empire. Was ist Empire? Palace kenne ich jetzt. Empire ist nochmal das Upgrade zum Palace, also wir haben hier stärkere Außenwände, wir haben ein komplett anderes Design, wenn du mal jetzt durch die Klappen schwingst, wir haben hier keine Griffe, wenn du jetzt zum Palace guckst. Achso, da sind die... Genau, die Griffe, die man vom Wohnwagen kennt, hätte ich fast gesagt. Nee, es ist schon besser. Es ist ein komplett anderes Design. Okay, ich zeig's mal gerade. Da vorne ist, da sind die Klappen. So sieht es aus denn beim Palace. Und der Empire. Sag mal, wer kommt denn auf solche Namen? Empire, Palace. Na gut, man hat ja, der Palace war ja das erste Fahrzeug und dann bewegt man sich in der Wortfamilie. Also dann der Home ist so der Einstieg, Loft ist das ein bisschen gehobener, dann kommt der Palace. Dann, was ist über Palace? Ja, Castle, Empire, Grand Empire und dann spielt man mit diesen Wortspielen in den Bau rein. Krass. Wer ist darauf gekommen auf Empire? Das Management-Team. Du? Nein, das war glaube ich der Reinhard Löhner sogar. Krass, nee, das hat aber gut gemacht, denn ich habe Folgendes gemacht, ich habe einfach die Buchstaben abgemacht auf meinem Loft. Die Leute kommen immer rein, weil, ja klar, du siehst direkt, das ist ein Loft, ja, aber die meisten kommen da rein. Ja, der Palace, der ist aber kurz. Das heißt, wenn man es abmacht, für den Otto-Normalverbraucher, der sich nicht auskennt, sehen die alle ähnlich aus und das ist ja wichtig. Genau, wir haben beim Loft und beim Palace nahezu keine Unterscheidungsmerkmale. Also Länge, Breite, Höhe, ja. Der Empire hat ein bisschen anderes Facelift und die Schürzen, da kann man es erkennen. Aber ansonsten ist das jetzt mittlerweile eine Familie. Wir haben das Flottenbild, wenn man sich das einmal da im Hintergrund anschaut. Man merkt, dass es alles Morelos sind. Ja, stimmt. Toll. Und ich habe jetzt die alte Maske. So ist es denn. Aber es ist so, das war ganz wichtig, ganz viele Dinge sind einfach nicht mehr rund, sondern Volkswagen hat irgendwann mal da Akzente gesetzt. Als der Golf rauskam, der war eckig. Alle haben gesagt, um Gottes Willen, eckiges Auto. Und nach, ich glaube, einem Jahr ist auf einmal der ganze Automotive-Bereich eckig gewesen. Genau. Und jetzt hat er auch eckig. Wir folgen dem Trend natürlich. Und der wird aber auch verlangt. Was anderes. Ja. Genau. Ist der breiter, der Empire? Der Empire ist in der Aufbaubreite 2,50 Meter in der Serie. Beim Palace kann man ja das optional mitbestellen. Und wir haben hier stärkere Außenwände und ein stärkeres Dach. Genau, ihr habt, glaube ich, 2 verschiedene Außenwände, die man wählen kann, oder? Oder noch mehr? Nee, die Beschichtung kann man wählen. Also man kann das Aluminium stärker wählen, aber die 50 mm sind in der Serie. Das hört man, ist da die Schallisolierung besser, alles? Schall, Wärme, Kälte, also die Dämmung ist ein bisschen eine andere. Also es gibt einen deutlichen Unterschied und die Optik mit den Klappen, das erinnert an den ganz großen. Genau, der hier links gegenüber steht. Patricia, du musst doch mal her. Stell dich mal ein. 1,67 Meter, unser Norm-Girl. Und jetzt habe ich folgendes Problem. Ich guck mal gerade, einen 16 mm Weitwinkel drauf und ich muss es hochschwenken, damit ich überhaupt... Mach mal die Arme bitte hoch. Das ist welcher? Das ist der Empire Liner. Basis? Mercedes-Benz Actros. Artego, Entschuldigung. Artego, okay. Das heißt der Nahverkehrswagen. Aber er sieht trotzdem aus wie Fernverkehr. Das Ding hat Buscharakter. Es sieht aus wie ein Bus und die Leute wollen das, oder? Genau. Reisebus, jawohl. So, ich zeig mal gerade, also warum wollen die Leute ein Reisebus designen? Weil die das cool finden? Ist in jedem Herz eines Menschen ein kleiner Reisebusfahrer? Nee, also wir haben ja hier eine bewusste Designlinie gewählt, die zu uns passt und richten danach auch die anderen Baureihen aus. Jetzt kann man hier, warte mal. Das ist eine Außenküche.
Du wolltest es so haben. Das geht. Da ist eine Außenküche eingebaut auf dem Schwerlastträger. Da ist eine Außenküche mit einem Schwerlastträger aufgebaut, die auf beide Seiten sich ausziehen lässt. Wir haben hier die Firma Wehmer, die Auszüge exklusiv für uns herstellt, die aber nicht nur Stauraumklappen, sondern komplette Heckgaragensysteme produzieren. Mhm. Ich zeig das mal gerade. Also ich habe sowas vom Bodensee und hier habe ich sogar ein Morelo-Logo rein drin. Das heißt, die machen das praktisch mit eurer Genehmigung ab Werk? Genau. Der Vorteil hier ist, ich kann das komplette System ausziehen. Jetzt muss ich ist auch gelockt wegen der Messe. So, jetzt geht's. Das ist immer ganz wichtig während der Fahrt. Warte, ich zeig das mal. Also für alle, die das noch nicht haben. Die Firma heißt Wehmer, richtig? Ja. So, und jetzt komme ich überall dran, ohne genau, Mühe. Genau, ich habe das Fahrrad rausgezogen. Ich kann hier die Schiene aufbauen. Ich kann es losmachen, runterfahren. Ich muss nicht mehr in die Garage krabbeln und in der Garage verzurren, sondern ich komme hier bequem an meine Zurgurte. So, das mit den Fahrrädern, das habe ich auch schon, aber das hier natürlich mit diesem Aufbau, das Edelstahl? Genau, das ist Edelstahl. Wir haben hier die Kästen, wir können unten Platz für Getränkekästen und das immer in Griffbereitschaft. Da unten sind die Getränkekästen drin, ja, das ist bestimmt nicht. Genau, hier haben wir dann. Nicht so ganz billig, oder? In der Preisliste ist es integriert. Nee, weil die Leute sind ja immer interessiert, aber am besten mal reingucken, da ist die Wehmer-Systeme-Preisliste, da steht alles drin. Ansonsten haben die wahrscheinlich eine Website, oder? Genau. So ist und wie gesagt, wir haben hier die Stauraumsysteme und die gesamte Garagenlösung. Und die sind zufälligerweise auch aus Franken? Nein. Okay. Nein. Wo kommen die her? Die sind oben aus Osnabrück, Hannover, okay. Die Ecke. Okay, das heißt, ihr arbeitet auch mit nicht-fränkischen Unternehmen zusammen natürlich, quasi? Natürlich. Nee, das hat Spaß. Ein Handelspartner von uns entwickelt. Ich zeig mal gerade ein schönes kleines Detail, was die Firma Morelo auszeichnet, denn ich mache mich immer wieder so lustig darüber, dass wenn ich auf dem Stellplatz bin, habe Morelo dabei und die alle sagen, ach, die italienische Marke. Dabei ist es, ihr habt den German Design Award bekommen, aber nicht als Italiener, oder? Nein, wir schwenken mal hierher. So, da steht es. Da steht es, Made in Germany. Ja. Made in Germany, nämlich in Schlüsselfeld. Und das liegt in? Oberfranken. Oberfranken. So, Morelo made in Germany. Und das kann man kriegen. Ja, ihr habt das Heckdesign ein bisschen verändert. Früher war dieser Aufkleber war unglaublich dominant. Da stand First Class Reisemobile drauf. Das habt ihr ein bisschen zurückgefahren? Genau. Wir haben hier uns bewusst das Logo verkleinert. Man sieht es ja beim Empire Liner auch in der Front. Seitlich haben wir es komplett weggelassen. Da vorne ist es, ja. Das habt ihr komplett verändert. Das war aber auch, kommt sehr gut an bei den Kunden. Ja, wobei die Nachfrage auf dem seitlichen Logo ist massiv. Echt? Ja. Ihr habt das im Zubehör? Genau. Oder ich schicke das kostenlos nach? Wir schicken es kostenlos nach und dann kann der Kunde es natürlich im Nachgang auch noch anbringen. Ich habe es mir übrigens schwarz geplottet. Ich habe mir aus dem PDF von euch haben wir das Logo gezogen, habe das vektorisiert und hab's vorne, ich habe sogar vorne mir ein kleines Logo drauf gemacht, weil ich konnte es nicht mehr ertragen, dass die alle mit Logos rumfuhren. Und du nicht, ne? Nee, und dann fahre ich auf den Platz und dann sagen die, wo ist das Logo her? Habe ich gedacht, kannst du kaufen, kostet 12 Euro. Ist aber nicht so groß wie das. Nee, toll, also ist euch sehr gelungen. Auch hier vorne stand ja immer dieser große Schriftzug Morelo. Mhm. Das braucht ihr jetzt nicht mehr. Das ist feiner. Das haben wir jetzt in die Motorhaube integriert und ich glaube, das ist eine ganz schöne Lösung. Trotzdem, damals war das immer so, du bist auf der Autobahn gefahren und das war für mich schon, ich kannte die Marke Morelo nicht, aber ich fand die immer cool, weil das Design und die Optik, und man musste immer gucken, wer da drin saß, ja, weil man hatte immer so das Gefühl, das sind Leute, ey, die haben es gepackt im Leben, aber das sind auch viele Menschen, die sich das einfach gönnen, so, ist doch so, ich sag mal, ich habe mein Leben gelebt und will endlich mal frei sein und dann steige ich da ein und habe ein Haus auf Rädern. Genau. Ein Hotel auf Rädern. Genau, und das Eigenheim immer dabei ist ein Vorteil, ne, ein massiver sogar. Ja, ihr seid in einer Gruppe drin, ihr bietet Fahrzeuge ab 11.000 Euro innerhalb der Gruppe, das muss man fairerweise sagen. Das heißt, ihr seid jetzt kein reiner Luxusanbieter, sondern ihr seid die obere Speerspitze im Knaus Tabakkonzern. Genau, also wir bilden in der Gruppe von 11.000 bis 650.000 alles ab. Das ist wichtig, glaube ich, denn ihr habt viele Kunden von Knaus auch, die zu euch kommen.
wir haben sicherlich den einen oder anderen, der ein Upgrade wünscht und auch zu uns kommt. Ihr habt aber noch nie einen gehabt, der von der im Prinzip von Morelo zu Knaus ging. Hey, das lassen wir einfach mal so stehen. So. Liebe Leute von Knaus, ich habe euch ja interviewt. Ich liebe euch alle. Ich habe alle Fahrzeuge gefilmt. Aber das natürlich als alter Morelo-Fahrer durfte ich diesen Witz mal machen. Ja, so sieht's aus. Ja, du bist rundum zufrieden. Die richtige Entscheidung, ich habe dich eben schon gefragt, sie ist richtig gewesen. Viele Kollegen haben abgesagt, die Hümer-Gruppe ist nicht da, muss man fairerweise dazu sagen. Trotzdem ist die Messe, die Leute, die hier sind, ich habe mit vielen gesprochen, was die gut finden, ist ganz witzig, dass nicht so viel los ist, weil das jetzt begrenzt ist. Das ist natürlich für die Messe ist das hart, aber ihr habt gute Geschäfte gemacht. Die kamen, haben gekauft. Also ich würde das nicht so viel los ist nicht unterschreiben. Ich glaube, wir sind auf Vorjahresniveau. Die 20.000, ja, die verteilen sich nur ganz anders, weil die Flächen jetzt größer sind. Wir haben die Gänge. Die sind von 3 auf 5 Meter. Wir haben hier Inseln. Deswegen verteilt sich die Masse einfach auf einer ganz anderen Fläche. Also ich finde es viel besser. Mhm. Ist natürlich ja. Die Frage der Messe. Genau. Bedeutet, die war ja immer ausgebucht, oder? Die war immer ausgebucht. Und jetzt ist natürlich so, jetzt sollte man schnell bestellen. Habt ihr fürs nächste Jahr schon bestellt? Natürlich, natürlich. Wir haben uns den Platz für nächstes Jahr gesichert und sind natürlich jedes Jahr und auch nächstes Jahr dabei. Sag mal, was ist das für ein logistischer Aufwand, diese Fahrzeuge hierher zu fahren? Habt ihr da angestellte Fahrer oder machen das Mitarbeiter? Genau, wir haben Mitarbeiter, da gibt es sogar eine Liste, die wollen alle dieses Auto da hochfahren. Ehrlich? Ja. Quatsch. Doch. Ist das eine Warteliste? Genau, wir haben Mitarbeiter und dann schicken wir immer zwei Teams. Also das sind immer 5 Mann, die dann fahren. Dann fahren sie mit dem PKW runter und fahren am nächsten Tag nochmal hoch. Weißt du, was geil ist? Das hier sieht so aus, als wäre das so ein kleiner Zug von Morelos. Und vorne ist die Lok dran und ein Moreler hinter dem anderen. Ich habe ja damals, als wir das Werksvideo gedreht haben, da standen wir vor ganz, ganz vielen Morelos in der Reihe. Und das Foto habe ich ja als Startfoto genommen. Aber es ist, wenn man das realistisch rechnet, Thema Wertverlust und wenn ich das zur Finanzierung eines Hauses mal rechne, wo ich ja locker mal 1.000, 2.000 Euro im Monat ja investiere in ein Haus, was ja an einer Stelle steht, wo ich ja immer bin. Hier bin ich frei verfügbar. Ich kann mich hinstellen, wo ich möchte. Genau, ich bin hier mobil. Das heißt, ich kann morgen meine Sachen zusammenpacken, an einen anderen Standort hinfahren und bei der Immobilie bist du halt immer an einem Platz. Ne? Das stimmt. Ja, viele entdecken das gerade. Das heißt, der Campingmarkt boomt. Camping boomt seit Jahren. Also wir haben die letzten 5 Jahre Rekordzuwächse. Stark. Ja, warum ich dich kurz gebremst habe, ich bin mir nicht ganz sicher, was das für ein Modell ist. Ich habe nicht hingeschaut, aber der hat auch ein Auto hinten drin. Genau. Das ist der Palace 90G mit der Smart Garage. Der hat jetzt über 7,5. Nein, der hat 7,49 Tonnen. Nein. Inklusive Fahrzeug, ja. Wie geht das? Das funktioniert. Habt ihr die Luft aus den Reifen gelassen? Nein, das Fahrzeug ist im Aufbau natürlich geschickt gewählt, die Materialien sind aufeinander abgestimmt, sodass der Kunde sogar mit PKW noch reichlich Restzuladung hat. Also nochmal, der hat 7,49 Tonnen mit PKW? Mit PKW 7,49 Tonnen und je nach Ausstattungsvariante kann der Kunde, ich sage jetzt mal zwischen 400 bis 800 Kilo noch Restzuladung. Also viel ist da nicht mehr drin. Das heißt, man muss schon gucken mit dem Wassertank. Genau, die Tonne haben wir nicht mehr. Ja gut, man kann das Auto ja zu Hause lassen, notfalls. Genau. Oder man holt es raus, genau. Also jetzt am Campingplatz. Wir haben auch viele Kunden, die da ihre Motorräder mitnehmen. Die wiegen dann natürlich nicht so viel wie das Fahrzeug. Ja, aber es gibt ja immer leichtere Fahrzeuge. Das merkt ihr auch im Moment. Trend ist Elektromobilität. Das spielt euch voll in die Karten. Man ist jetzt mobil, ohne ein PKW zu haben. Viele gehen da drauf. Das heißt also, ich habe gehört, das Thema Roller boomt. Also gerade im Campingbereich. Das heißt, viele kaufen sich so einen BMW-Roller, so einen kleinen, also sind dann auch mobil. Ja. Wie ist das bei euren Kunden, die jetzt kein Auto haben? Das ist querbeet, also es ist absolut unterschiedlich. Der eine nimmt sein Motorrad mit, der andere sein E-Bike. Viele ihre Roller, die Roller haben ja mittlerweile auch eine vernünftige Reichweite. Da ist alles querbeet dabei. Aber die Mobilität auch im Urlaub da. Ja, man kann alles anfassen. Das ist schön. Und ja, das ganze System funktioniert so, dass alle von Morelo sind hier praktisch. Im Prinzip ist die Geschäftsführung komplett hier, richtig? Genau. Wir sind mit Management hier und der Vertrieb. Ist das einer von den Geschäftsführern? Das ist der Jochen Reimann, ja, der Firmengründer. Ach, der Reh von dem Morelo. Der Reh von dem Morelo, genau. Genau, da kommt der Name her, richtig? Genau. Mobile Reimann. Das ist ein Wortlaut in dem ganzen Spiel. Morelo. Und das Loh? Gut. Wir schauen mal ganz kurz nochmal Abmoderation zu dem
neuesten Kind, was wir haben. Und ja, gibt es ein eigenes Video, da verweise ich mal ganz kurz drauf. Und das ist er, der Grand Empire. Und ihr habt ein ganz neues Logo dafür entwickelt. Du hast mir gesagt, ja, die Schrift ist sogar anders, denn das ist eine absolute Revolution. Wir haben ein tolles Video gedreht, 1:30 Stunden. Jede Schraube haben wir umgedreht, haben das Fahrzeug ganz früh heute Morgen gesperrt. Da war nicht so eine große Schlange. Wir haben es mal kurz vor einer halben Stunde mal gesperrt und haben ihnen alles erklärt. Und der hat noch nicht mal das richtige Spiegel. Der hat nämlich die ganz neuen, wie heißen die? Das sind die... Jetzt hat er es vergessen. Das sind die Mirror-Cams. Mirror-Cams, so. Du bist ziemlich K.O. Wir haben heute so viel gesprochen, das Video. So viel gedreht. Über 1,5 Stunden jetzt der Dreh. So, und dann Cut, das war jetzt genau, das letzte Video. Viel Spaß, schaut es euch an, es ist ein guter Beitrag geworden. So, ich zeig dich mal ganz kurz. Ich danke dir herzlich. Ja, wir haben heute viel gedreht. Du bist ein junger Chef, 34 Jahre alt, 2 Kinder, ein Hund. Und ja, ganz Morelo. Liebe Ehefrau. Ganz liebe Ehefrau, die haben wir schon vergessen. Und ja, wenn Sie Lust haben und nicht kommen konnten, ja, vielleicht reservieren Sie, wenn das so ähnlich ist im nächsten Jahr, vielleicht die Karten für den Caravan-Salon. Man kann aber Morelo auch anfassen. Man kann zu euch ins Werk kommen. Ihr habt viele Fahrzeuge ausgestellt. Genau, unsere Ausstellungshalle ist eigentlich immer üppig bestückt. Und das, was wir nicht in der Halle haben, haben wir in der Regel am Hof oder in der Produktion. Wenn ich ein anderes Reisemobil habe, ich kann ja bei euch quasi übernachten. Ohne Probleme. Ohne Probleme. Ja. Danke. Tschüss. Gerne.